Gestern noch 120 Jahre Sportverein Stuttgarter Kickers mit der Erinnerung an Höhepunkte aus der Bundesliga oder dem DFB-Pokal. Heute aber die harte Realität. Oberliga Baden-Württemberg, 8. Spieltag gegen SGV Freiberg. Gleich mehrere Akteure auf beiden Seiten mit Bezug zum jeweils anderen Verein. Allen voran natürlich Kickers-Cheftrainer Ramon Germann. Dieser nahm den Ex-Freiberger Braun anstelle von Lukas Kling ins Team. Ansonsten vertraute er den Mann vom Sieg gegen Dorfmerking. Die Kickers in Gelb mit dem Anstoß ungleich der ersten Chance nach einem verbotenen Rückpass auf SGV-Keeper Michalik. Tunic mit dem Freistoß abgewehrt, legt ab auf Weiß, der zieht ab, drüber. Dann die Freiberger. Pollex kommt ja an den Ball, versucht es mit dem Lupfer, aber Trautner ist auf dem Posten. Es geht hoch und runter. Eckball für die Kickers. Auracher schießt erneut drüber. Die Kickers bleiben jetzt am Drücker, sind deutlich aktiver. Hier hat Chiles die Chance, aber ebenfalls über das Gehäuse von SGV-Keeper Michalik. Dann Klaus mit der Flanke, Tunic mit dem Kopf und neben das Tor. Der Ball will momentan noch nicht rein. Dann die Kickers, das geht jetzt etwas zu schnell für unseren Kameramann. Chiles hier mit dem Schuss an die Latte. Der Ball springt zurück ins Feld. Da kommt Tunic ran, man sieht es nicht, aber Schuss und an den Pfosten. Erneut kein Treffer für die Kickers, das ist momentan wie verhext. Und gleich nochmal Chiles mit dem Kopfball, zu wenig Druck dahinter. Michalik im Nachfassen packt er den Ball. Dann die Freiberger. Hier kommt Tastelen zum Schuss, aber Trautner ohne Probleme. Dann weiter Einwurf Freiberg. Keiner geht dazwischen. Von hinten kommt Pollex ran und der Ex-Kickers-Spieler mit dem etwas schmeichelhaften 1:0 für die Hausherren. Aber die Degerlocher schütteln sich nur kurz und machen dann weiter. Braun auf Chiles. Schuss, aber Michalik reißt die Hände hoch. Auch die letzte Chance in Halbzeit 1 gehört den Kickers. Chiles auf Tunic, der mit der schönen Drehung, Schuss und erneut Pfosten bzw. am Pfosten vorbei. Kann das denn sein? Die zweite Hälfte zunächst etwas ruhiger, dann die erste Chance für die Hausherren. Tastelen am Ball, dann Muslikai, Schuss aber Trautner ohne Probleme. Die Kickers jetzt im Angriff, Chiles spielt zu Weiß, der zurück auf Chiles, Schuss, Tunic kommt ran, zieht ab und 1:1, der Ausgleich für die Kickers. Die Freiberger reklamieren hier wie verrückt, Handspiel, Abseits, alles wollen sie gesehen haben, aber Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent lassen sich nicht beirren. Tunic freut sich mit den mitgereisten Kickers-Fans, 1:1. Dann die Freiberger, hier wird ein Schuss von Tastelen abgeblockt. Der nächste Eckball für Freiberg. Von hinten kommt Körner an den Ball, aber Trautner pariert hier richtig stark. Jetzt wieder die Kickers im Angriff. Malte Moos mit der Flanke, zunächst abgewehrt. Blank mit dem Nachschuss, aber deutlich vorbei. Danach ein Schreckmoment für die Kickers. Nach Freistoß und Kopfball liegt der Ball im Tor, aber Schiedsrichter Gerspacher hat zu Recht auf Abseits entschieden. Auf der anderen Seite machen es die Gäste besser. Eckball und Auracher mit dem 2:1 für die Gäste nach diesem Eckball. Auracher springt einfach mal rein und drückt den Ball über die Linie unter den Armen von Michalik durch. Patte Auracher mit etwas Glück, aber maximal im Einsatz bringt er seine Farben in Front. Für ihn das erste Ligator in dieser Saison. Klasse Einsatz von Patte Auracher. Dann Eckball Klaus, fast ein Duplikat. Auracher jetzt mit dem Kopf, aber da packt Michalik dann doch zu. Dann langer Ball auf Miftari. Der ist für Tunic gekommen. Zieht in den Strafraum, Schuss und an den Pfosten, erneut dieser vermaledeite Pfosten. Die Kickers wollen jetzt den Sack zumachen. Der eingewechselte Kling auf Klaus, in die Mitte Milicic,
klärt hier zur Ecke, die bringt nichts ein. Stattdessen Freistoß Freiberg durch David Müller. Kopfball von Segert, aber Trautner mit etwas Glück pariert hier im Nachfassen. Freiberg bleibt jetzt gefährlich. Barini setzt sich durch. Pass auf Klostermann, Schuss und Trautner wehrt hier souverän ab. Die Kickers wieder im Vorwärtsgang. Ludmann kommt an den Ball. Pass auf Blank. Der steckt durch zu Lulic. Alleine vor dem Torhüter. Abgewehrt Mivtari und das 3:1. Der erlösende Siegtreffer in der 88. Minute. Durchschemmt Mivtari. Lulic scheitert zuerst noch. Dann der unwiderstehliche Antritt von Mivtari. Und sein erster Liga-Saisontreffer hier zum umjubelten 3:1 für die Kickers. Etwa 800 mitgereiste Fans feiern hier in voller Wonne Mivtari für diesen entscheidenden Treffer. Die letzte Aktion des Spiels gehört an den Gastgebern. Barini legt auf Müller, aber der Ex-Kickers-Spieler schießt deutlich am Tor vorbei. Danach ist Schluss. 3:1 besiegen die Kickers den SGV Freiberg und bleiben somit an Spitzenreiter Göppingen dran. Am 28. September treffen sie dann zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den FC Nöttingen. Und jetzt heißt es für die Kickers, dieses Jubelwochenende und die letzten 4 Spiele mit den Siegen ordentlich zu genießen, sich dann vorzubereiten auf das kommende Spiel gegen Nöttingen. Bis dahin bleibt es dabei. Auf die Blaue!